HVG-Reportage. Schüler decken auf. Heute die Energiereserven der Erde. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in allen Bereichen des Lebens ist unverkennbar. Ohne diese Energien wäre das heutige Leben nicht möglich. Verkehr, Wirtschaft und Stromversorgung würden ohne sie zusammenbrechen. Kaum verwunderlich, dass das militärische Wettrennen um die letzten Reserven der Erde bereits begonnen hat. Wir beschäftigen uns heute mit den vier Hauptreserven Erdöl, Uran, Erdgas und Braunkohle. Unser Hauptaugenmerk soll dabei auf deren Verteilung liegen. Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Thema Erdöl. Wie ist es verteilt und wie wird es verbraucht? Die derzeitigen Ölreserven liegen zum Großteil in den Ländern des Mittleren Ostens. Lediglich Kanada sticht heraus. Doch die politische Lage dieser Länder ist zum Teil bedenklich. Zum Beispiel ist der Irak ein vom Krieg gebeuteltes Land, welches sich in einer sehr unruhigen politischen Lage befindet. Nun stellt sich hier jedoch die Frage, ist auch mein Ölbedarf gesichert? Diese Frage stellt sich zu Recht. Wie man an dieser Tabelle sehen kann, sind die westlichen Länder auf Öl aus dem Mittleren Osten angewiesen. Was passiert aber, wenn plötzlich der Ölhahn abgedreht wird? Wie viele andere Länder auch, besitzt die Bundesrepublik Deutschland sogenannte strategische Ölreserven. Unsere Reserven umfassen ca. 25 Millionen Tonnen Öl, welches im Ernstfall die Bundesrepublik Deutschland bis zu 90 Tage versorgen kann. Nach Expertenmeinung reichen alle bekannten weltweiten Ölreserven bei gleichbleibendem Verbrauch noch ca. 40 Jahre. Das lässt die Frage nach Alternativen offen. Eine Antwort wäre Atomkraft, also Uran. 94% des verwendeten Urans werden in insgesamt nur 10 Ländern gefördert, wobei Australien mit Abstand am meisten besitzt. Die Verbraucher kommen wie auch beim Erdöl aus Ländern der westlichen Hemisphäre. Topverbraucher sind die USA und Frankreich. Auch hier entsteht eine immense Abhängigkeit zwischen Produzent und Konsument, welche zu einem Anstieg des Uranpreises von über 600% in den letzten 4 Jahren geführt hat. Aber auch diese Energiequelle wird nicht ewig halten. Experten rechnen mit 50 bis 200 Jahren. Ähnliche Ergiebigkeit verspricht man sich von Erdgas. Bei einem momentanen Jahresverbrauch von 2,8 Billionen Kubikmetern und geschätzten Reserven von 181 Billionen Kubikmetern reichen die Erdgasvorkommen noch etwa 70 Jahre. Über 50% der Erdgasreserven der Welt verteilen sich auf nur 3 Länder: Russland, Iran und Katar. Während Deutschland nur über 0,1% der Welterdgasreserven verfügt, verbraucht es 3,5% derselben. Hieraus resultiert eine Abhängigkeit der Industriestaaten von den Erdgaslieferanten, wie bei allen fossilen Brennstoffen. Der mit Erdgas am längsten genutzte Brennstoff ist Braunkohle. Deutschland ist Verbraucher Nummer 1. Allerdings sind wir auch führend in der Förderung. Im Jahr 2006 förderte die Bundesrepublik 176 Millionen Tonnen. Damit können wir 100% des eigenen Bedarfs an Kohle abdecken, der immerhin 40% der Gesamtenergie ausmacht, die Deutschland benötigt. Bis 2030 wird Braunkohle auch Hauptenergiequelle bleiben. Neben Deutschland sind China und Russland die größten Verbraucher von Kohle. Zusammenfassend kann man sagen, dass die 7 Hauptverbraucher alleine 50% der Energiereserven verbrauchen. Die Länder USA, China, Japan, Russland, Deutschland, Südkorea und Kanada erzielen diesen Spitzenwert. Um nachzuprüfen, ob die Verteilung gerecht ist, muss man den Verbrauch im Verhältnis zur Bevölkerungsmenge sehen. Die 7 genannten Staaten haben zusammen ca. 2 Milliarden Einwohner, nicht einmal 1/3 der Weltbevölkerung. Das heißt, dass ca. 30% der Weltbevölkerung bereits 50% der Energie verbrauchen. Die Differenz von Weltbevölkerungsanteil und Weltenergieverbrauchsanteil zeigt hier nun sozusagen
den Ungerechtigkeitsgrad der Energieverteilung. Eine große Überraschung ist hierbei, dass China, obwohl es heutzutage als energiefressendes Land bekannt ist, für den Bevölkerungsanteil viel zu wenig Energie bekommt. Die USA stehen an der Spitze unserer Ungerechtigkeitsskala. Also ist die Verteilung der Energiereserven der Erde recht problematisch, denn es entstehen Abhängigkeiten zwischen Konsument und Produzent. Konflikte sind vorprogrammiert. Was allerdings die Zukunft bringt, lässt sich heute nur schwer abschätzen.